Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu HomeFit am Nachmittag. Natürlich kannst du das Video auch machen, wenn gerade nicht Nachmittag bei dir ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir kräftigen den ganzen Körper und machen uns natürlich, bevor wir jetzt kräftigen, auch ein bisschen warm und wollen die Gelenke schmieren, die Muskeln durchbluten und die Faszien schön saftig und geschmeidig machen. Richte dich dazu auf. Brustbein anheben, Schultern locker nach hinten unfallen lassen und deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Einfach mal ganz locker, ganz bewusst Fußgelenke bewegen. Und während du deine Füße abrollst, kreist du deine Schultern nach hinten. Dein Atem fließt und du richtest dich wirklich ganz bewusst auf. Stell dir vielleicht sogar einen Faden an deinem Scheitelpunkt vor, der dich nach oben in Richtung Decke schiebt oder zieht. Nimm die Ellbogen mit, werde größer. Und nochmal kleiner, die Schultern. Lass die Schultern fallen und geh am Platz. So richtig hochziehen. Vielleicht noch ein bisschen höher. Und jetzt nimm deine Knie nach außen. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Und nochmal nach vorne. Nach außen. Nach vorne, nach außen und da bleibst du. Komm weiter auseinander in die Grätsche. Und bleib jetzt hier ganz entspannt wippen. Sehr gut. Und dann verlagerst du dein Körpergewicht nach rechts und nach links. Schau mal, dass deine Knie wirklich in Richtung zweitgrößten Zeh gehen. Und bleib links, stopp. Richtig dein Körpergewicht nach links verlagern. Einstützen mit links, rechter Arm nach oben und jetzt zieht dein Ellbogen Richtung Knie. Dazu musst du den Oberkörper auch wirklich zur Seite bewegen. Also schau mal, hoch, Oberkörper Seite und wieder tippen. Für die Taille nochmal hoch und tippen. Geht noch, fünf noch, vier, drei, zwei, einen und absetzen, kurz entspannen, auslockern, super. Bleib gleich hier, komm ein Stück tiefer, beide Füße ganz gleichmäßig belasten und wenn du jetzt hier unten bist, heb deine linke Ferse und setze wieder ab und heb deine rechte Ferse. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Arme gern nach vorne und im Wechsel die Fersen abheben. Ganz tief unten sitzen. Gib hier einen leichten Druck mit den Handballen aneinander. Dann merkst du noch mehr Körpermittenspannung. Nochmal. Und
dann halte nochmal die Fersen unten, stopp, komm dann mit dem Gewicht nach rechts, stütze dich hier ein, linker Arm nach oben, Ellbogen Richtung Knie, Oberkörper geht mit zur Seite und los geht's. Ups, darf auch wackeln. Hier noch 10, komm, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp, komm nochmal tief, setz dich auf beide Füße, Hände nach vorne, Ferse heben und jetzt drehst du dein Knie ein, kommst wieder zur Mitte. Ferse heben links, eindrehen zur Mitte. Im Wechsel und richtig tief unten sitzen. Komm tiefer und ein Stück höher. Komm tiefer, Stück höher. Tiefer, Stück höher. Kraft der Beine. Tief, höher. Und immer auf der Fußspitze drehen, dann dran denken. Nicht auf der Ferse. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aufrichten, auslockern, puh. Beine schütteln, sehr gut. Jetzt kommst du eins weiter in den Unterarmstütz, dazu gleich mal nach vorne gehen, Ellbogen unter die Schultern, hierher, Daumen Richtung Decke, streck deine Beine lang, hüftbreit geöffnet, Po anspannen, Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie. Du könntest auch die Knie absetzen, okay? Also, nochmal halten, Po anspannen, genießen und jetzt, wenn du willst, beide Knie tief und hoch, tief und hoch. Spür deine Vorderseite. Zieh deinen Schultergürtel da richtig raus nach oben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurz auslockern, puh. Schultern lösen und auf die Seite legen, ganz auf die Seite, gemütlich erstmal, Oberkörper ablegen, Bein im rechten Winkel und jetzt streck dein oberes Bein lang und versuch mit der Ferse von dir wegzuschieben, also richtig rausziehen, Fußspitze leicht nach unten drehen. Hier lässt du jetzt die Länge und hebst nur das Bein hoch und ab. Spür die Außenseite. Gib da so ein bisschen Druck. Komm. Teile nicht bewegen, genau. Jetzt bleibst du oben, kleine, ganz kleine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal langsam, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, nochmal ganz kleine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und ein letztes Mal noch, 10, 9, 8, oh jetzt wird schon schwer, 7, bei dir auch, 5, 4, 3, 2, 1 und die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker hochdrücken, Po auslockern, sehr gut. Gleich zur anderen Seite, einfach rumdrehen, rechter Winkel, Kopf ablegen, auf den Oberarm, oberes Bein erstmal ganz weit wegschieben, das Gefühl haben, ich ziehe die Ferse nach unten weg, unter der Taille Luft, die Hand drückt und erstmal langsam. Klein oben. Und nochmal langsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal kleine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die allerletzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ablegen. Wenn es brennt, wissen wir, dass wir trainieren. Aber Rückpausen einlegen, alles gut. Auslockern, hinsetzen. Und jetzt hast du die Fingerspitzen außen oder so ein bisschen nach hinten gedreht. Wichtig ist, dass du aus deinen Schultern dich hier rausziehst, dein Brustbein anhebst. Und jetzt versuch, dein Po ein Stück anzuheben. Hol dich nach oben, heb eine Hand ab und schieb dich mit der Hand hier nach oben. Dreh rück die Fingerspitzen noch ein bisschen, wie es für dich am angenehmsten ist. Hoch, Po anspannen und nochmal tief. Genau, nochmal hoch. Rückenkraft hoch und wieder tief. Und hoch. Stützkraft natürlich auch. Noch einmal. 8. Komm tief. Und fliegender Wechsel. Auslockern. Die Stützkraft brauchen wir im Alltag, ganz wichtig. Andere Seite, nochmal aufstützen. Hand vor die Brust, drück dich hoch, dreh dich auf so weit wie es geht und komm nochmal tief. Geht noch 5, 6, 7, noch einmal 8 und absetzen und kurz
rund werden, nach vorne hängen lassen. Entspannen. Einen kurzen Moment. Und dann fass die Oberschenkel, roll dich in die Rückenlage ab. Lass deine Arme neben dem Körper jetzt entspannt hängen. Fühlst etwas enger zusammen, dein Po anspannen, dein Becken anheben bis maximal Schulterblattspitze. Und dann kommst du nochmal ein Stück wieder tief. Nochmal hoch, maximal Schulterblattspitze. Und nochmal ab. In deinem eigenen Rhythmus. Füße in den Boden drücken, wieder lösen. Füße in den Boden und wieder lösen. Und jetzt halte oben. Versuch hier zu halten, Po spüren, der hält dich, die Rückseite Oberschenkel, die hält dich und der untere Rücken. Und jetzt schiebst du einfach nur ohne Beckenbewegung die rechte Ferse vor, wieder zurück und die linke Ferse vor und wieder zurück. Becken bleibt ganz ruhig, nochmal vor, zurück, vor, zurück. Und dann tippst du mit deinem Fuß nach außen. Schau mal, tippe mit der Fußspitze raus und rein. Andere Seite raus und rein. Und dann nochmal nach vorne, Ferse. Vor. Dann nach außen tippen und außen. Merkst du, wie da der Bauch mit muss? Nochmal nach vorne, rechts und links, nach außen, nochmal nach vorne, nach außen, nach vorne, nach außen, letztes Mal und ganz langsam abrollen, kurzen Moment entspannen. Nacheinander die Knie hochziehen, ganz klein werden, so ein bisschen auf deinem Rücken nach rechts und links wackeln, entspannen. Endspurt. Hände hinter den Kopf, ausatmen, Kopf anheben, ein bisschen Luft zwischen Kinn und Brustbein halten, Ellbogen ein bisschen vor. Und jetzt holst du dein rechtes Knie Richtung Brustbein und wechselst linkes Knie Richtung Brustbein. Also hin und her. Du kannst auch die Fußspitzen oder die Fußspitzen Richtung Boden sinken lassen, ist einfacher. Oder du lässt die Füße am Boden stehen. Such dir deinen Schwierigkeitsgrad aus. Drehen, drehen, drehen. Immer noch atmen. Und denk dran, nicht zu weit zur Seite drehen, sondern mehr nach diagonal oben. Dann hast du deine schrägen Bauchmuskeln noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halten. Kopf ablegen. Beide Handballen gegen die Oberschenkel drücken und Gas geben. Jetzt nochmal die tiefen, geraden, schrägen Bauchmuskeln fest, fest. Gib richtig Druck. Druck, 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 Druck. Und nochmal kurz auflösen. Und dann alle Kräfte sammeln. Allerletztes Mal Handballen drücken und los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und
nacheinander die Füße abstellen. Fußsohlen zusammen, Knie nach außen. Locker lassen. Fleißig. Atme in den Bauch, lass die Bauchdecke sich heben und senken. Dann langsam wieder schließen. Dein rechtes Bein kreuzt über links. Dein linkes Bein herziehen. Jetzt kannst du noch links strecken, Fußspitze anziehen. Knie nach außen drücken, das rechte. Dehnung im Gesäß und in der Rückseite Oberschenkel. Nochmal locker, Seite wechseln, anderes Bein kreuzt, herziehen und wenn du willst, Fußspitze anziehen, Knie nach außen drücken. Nacken entspannt. Nochmal wieder auflösen, ein Bein aufstellen, zieh dich mit dem anderen Bein langsam rauf oder über die Seite nach oben, ein Bein unten einfädeln, noch nicht ganz aufstehen. Erstmal eins weiter auf die Füße, aufstützen, auf die Oberschenkel und den Rücken rund werden lassen. Dann nochmal ganz geraden Rücken und nochmal ganz rund. Nochmal ganz gerade und wenn du gerade bist, richte dich auf, komm hoch, lass locker, ein Bein anheben, Fuß fassen und das Knie am anderen Knie halten und jetzt den Fuß in die Hand drücken. Dann spürst du hier vorne aufrichten. Seite wechseln, anderes Bein. Wieder anziehen, Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben, Po anspannen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, freue mich natürlich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar. Wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit unterstützen. Ich sage vielen Dank natürlich. Der Link ist unter dem Video, wenn du da draufklickst auf mehr ansehen. Da steht deine Unterstützung und da kannst du mich mit monatlich, was es dir wert ist, vielleicht 5 Euro, 2,50, 10, was auch immer, unterstützen. Danke dir. Kannst auch jederzeit abändern. Lass wieder locker, schüttel aus, atme ein, rechtes Bein heben. Noch die Teile, die wir auch etwas geärgert haben, dehnen. Außenkante vom Fuß am Boden und du ziehst dich nach links. Zur Mitte, andere Seite, Außenkante, zieh dich nach rechts, lang werden. Lass locker, Schultern locker, einatmen, Länge, ausatmen, lösen. Einatmen, Länge, strecken, ziehen, gähnen und ausschütteln. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr fleißig. Wie schon erwähnt, gerne Gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Vielleicht lädst du auch Freunde oder Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner natürlich für mich als Gymnastiklehrerin. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis dann!